herzlich willkommen bei Marengelzer TV. Ja, wir sind auf dem Weg nach Dresden zur Metzelder Stiftung. Eine tolle Veranstaltung zugunsten von, ja, was ist das eigentlich genau? Er unterstützt jugendliche Kinder, die oder Jugendliche oder Kinder, die schwer einen Einstieg finden und von ihm unterstützt werden, den besser zu kriegen. Und dafür werden Spenden gesammelt und da sind wir eingeladen, der Stefan, der Falk Willi und ich. Und da freue ich mich schon mächtig auf einen schönen Abend. Und die Zeit wird immer knapper, wo wir uns zurecht machen können. Also bei den Männern geht es ja immer ein bisschen schneller, aber... Sag mal nicht, wie ich die Haare raufgeklebt habe. Das dauert ja nicht. Okay, aber wir werden das hinkriegen. Wir sind ja geübt in solchen Sachen. Gucken, da haben wir aber Glück, direkt einen Parkplatz frei. Sehr schön. So, meine Herren, seid nicht so frech. Frau ja, weiß sich ja, zu wehren. Wir fragt man dann erstmal Fußeln oder nicht? Finden Sie geeignetes Bild dieser kulturvollen Stadt an der Elbe. Schönen guten Abend, jetzt können wir einen Applaus machen. Nach den vielen Jahren, die Stiftung jetzt schon existiert, 9 Jahre, nächstes Jahr gibt es das runde Jubiläum, das 10. Jahr. Was war denn oder was ist denn der Antrieb für dich, immer wieder so viel Kraft und so viel Zeit auch in diese Stiftung reinzustecken? Also wir versuchen natürlich, den Projekten finanziell zu helfen. Das ist letztendlich unsere Aufgabe als Stiftung. Darüber hinaus versuchen wir auch als Team immer auch für die Kinder da zu sein. Also es ist jetzt ein Feriencamp, 5 Tage in Altern und gut, dadurch, dass ich dort wohne, ist der Weg jetzt nicht so weit, aber ich war halt jeden Tag dort und habe Zeit mit den Kindern verbracht. Und das ist natürlich etwas, was man zurückbekommt, ein unglaublich ehrliches Danke, eine Umarmung, ein Lächeln. Wenn man selber den einen oder anderen Titel gewonnen hat, dann ist das schön, aber es ist halt extrem vergänglich und das, was man dort wieder bekommt, ist wirklich ein tiefes und aufrichtiges Gefühl und das trage ich in mir, so wie das letztendlich auch die Mitarbeiter meines Teams machen, wie alle Projektmitarbeiter das auch machen, die auch heute wieder in großer Anzahl da sind, das ist etwas unglaublich Schönes und das ist auch meine Motivation und mein Antrieb. Und wenn ich dann sehe, dass heute Abend wieder so viele gekommen sind, alte Gesichter, neue Gesichter, die mich, die uns seit Jahren unterstützen, dann macht mich das stolz und dann ist es auch wirklich der Grund, weiterzumachen. Wie viele Projekte in Deutschland oder bei wie vielen Projekten seid ihr involviert aktuell bei der Kinder- und Jugendarbeit? Aktuell sind es 18 und mittlerweile wirklich auch in ganz Deutschland. In Berlin sind es 2, in Hannover, in Hamburg, in München, in Bensheim, im Hessischen, viel natürlich im Ruhrgebiet, in Nordrhein-Westfalen, was einfach so meine Heimat ist und auch ein großes Ballungsgebiet. Aber wir sind wirklich deutschlandweit in den Bereichen unterwegs und versuchen Mädchen und Jungen auf ihrem Lebensweg und vor allen Dingen auf ihrem schulischen Weg zu begleiten. Und aktuell kommt natürlich mit der Flüchtlingsthematik etwas dazu, was uns alle bewegt in diesem Land. Und wir haben vor 5 Jahren, also zu einer Zeit, als es noch ein Nicht-Thema war, in München die erste Wohngruppe unterstützt, in der unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus Afghanistan und Somalia ein Zuhause gefunden haben. Das muss man sich vorstellen, wir sind eine Stiftung, die qua Satzung nur Projekte in Deutschland fördert. Also wir haben uns wirklich durchgerungen im Vorstand, ein Projekt zu unterstützen, wo Kinder sind, die möglicherweise in einigen Monaten wieder abgeschoben werden. Und heute, nach 5 Jahren, müssen wir sagen, es ist ein absolutes Pilotprojekt geworden. Die Jungs haben einen Schulabschluss gemacht, einige sind in der Ausbildung und dann bekommen sie ein Bleiberecht in Deutschland. Und wir stehen, glaube ich, vor einer riesigen Herausforderung in diesem Land, was mit hunderttausenden Menschen passiert, auch mit denen, die wieder zurückkehren werden müssen. Aber was ist eigentlich mit denen und vor allen Dingen den Kindern, die hier bleiben werden? Müssen sie bestmöglich ausbilden, sie werden zur Schule gehen ohne Schulbildung. Ich war vor 2 Wochen in einer Förderklasse, da sitzt von einem chinesischen Jungen bis zu einem peruanischen Mädchen 16 Nationen. Eine Lehrerin, eine Sozialarbeiterin, das ist eine Mammutaufgabe, diese Kinder auszubilden. Wenn ich dann aber sehe, wir werden das gleich aus dem Projekt in Hamburg hautnah mitbekommen, wie schnell diese Kinder Deutsch lernen, wie sehr sie wirklich wollen, weiterkommen wollen, das ist beeindruckend und es lohnt sich wirklich da Zeit, Mühe und letztendlich auch ihr Geld zu investieren. Das ist
Aber wir werden hier natürlich auch gut versorgt mit schicken Sachen. Ich sehe hier Hähnchen, Feigen. Und nochmal Hähnchen. Hähnchen mit Gemüse und Kartoffelcroutons. Und ich habe aber irgendwas gehört von Trüffelspaghetti. Ja. Ah, und die gibt es da hinten. Ich werde nicht. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I choose to see transvestite, beggar, bomb, drag, sexy, let's remain. You got your birth, pretty groovy. Oh, if you are something peaceful, that's not your business. We can take it all, even your name. And that's what told you all. There you go. You see the moment there. We just stay where we are. We go back to the car. I don't want to be anywhere. You got me calling back. How about that? Well, please, don't you bet. Schauen wir mal, ob es auf Rot oder auf Schwarz. Ja! Entschuldigung.
Es war ein spontaner Freudenschrei. Rot hat gewonnen. Ja, es ist gewonnen. Ich brauche zwei. Was fragst du mich? Wollen wir das, was wir jetzt gerade natürlich für die gute Sache gewonnen haben? Ja. Abgeben? Ja, natürlich, das wollen wir spenden für die gute Sache. Wir spenden es für die gute Sache? Und dafür kommen wir in den Himmel. Natürlich. So. Und Falk will los jetzt seine geht's. Erste eigene Zigarre selbst rollen. Der Rolling, ja? Zigarrenwickel schon Rolling. Da, ja? Ja. Zigarrenwickel. Schneiden wir das in Stücke. Mhm. Okay, ich wiege. Ja. Schau mal. Ah! Perfekt. Wow, perfekt. So ist es richtig. Ja. super. Ein bisschen glatter. Das ist jetzt das Deckblatt. Oh, herrlich. Das letzte Blatt. Streich ein nacktes Blatt. Das schneiden wir jetzt hier. Einfach danach. So. Aha. Hier. Und dann hier. Okay. Aha. Ne? Und irgendwann basteln wir uns daraus einen Teddybär. Nein. Das riecht jetzt schon so geil nach Zigarre. Kann ich nur mal sagen, weil man hat ja keinen Geruchsfernsehen. Es riecht nach Zigarre. Es riecht nach Zigarre. Wow. Wie liebevoll sie das mit dem. Sehr schön gemacht. Liebevoll, wie liebevoll sie das mit dem. Ja, sie macht es liebevoll. Ja, sie macht es ganz liebevoll. Wie ist ihr Name? Rosi. Rosi. Ah. Ich bin der Willi. Rosi, Willi. Wunderbar. Das kann ich jetzt zur Seite legen. Wir steigen gemeinsam eine Zigarre. In dem Wieselheim. Das ist das Brigitte Schnittmuster, was ich hier mache. Das wird ein T-Shirt. Kannst du es ein bisschen weiter für mich machen, bitte mal? Jetzt habe ich den Leib. Ja. Jetzt kommt was ganz Genussvolles. Jetzt. Hand einfach hier im Hals und ein bisschen Spannung und dabei Rollen und Pressen. Okay, Rollen und Pressen. Wird sie so gut wie meine oder? Also schneller. Schneller? Schneller. Oh Gott. Nein, Maren, du bist schneller. Ja, die Bonbon-Geschichte. Und dann kommt was ganz Gemeines, wie ich finde. Genau. So ist schön. Und zwar. Die Bockwurst. Hast du gehört? Bockwurst. Ja, hast du. 1, 2, 3 im Wiegestand. Nee, so dicht. Genau. So? Nein. So? Ja, mit Nähe hat es Maren so. Also nicht so dicht. So. Eine Träne. Es gibt eine Träne auf Reisen. Woher kennen wir das? Nein. Reingedrückt. Gut, okay. Ja, es ist reingedrückt. Ich habe ihn reingedrückt. Ja. Sehr gut. Wie lange müssen jetzt trocknen, über die laufen können? Falk mit seiner jungfräulichen Zigarre. Falk, Willi und ich, wir rauchen jetzt Zigarre. Es ist meine zweite Zigarre. Als Model musste ich schon mal so ein Teil rauchen. Zum Posing. Was du nicht alles als Model machen musstest? Ja, also Sodom und Gomorra. Ich habe sowas freiwillig gemacht, aber Entschuldigung, da seid ihr. Also ich habe sowas. Wir haben uns sagen lassen, umso dicker die Zigarre, desto milder. Das müsste eigentlich so eine mittelträchtige. Also ich habe schon dickere Zigarre gesehen. Deswegen habe ich jetzt das dünne Ding genommen, weil wenn. Am Blas scharf. Einfach mal gesagt, Dresden macht Spaß. Ja, Dresden qualmt. Meine Geburtsstadt, insofern alles ist schon. Wir gehen danach gleich zum Whisky noch über. Also diese Stadt ist nicht gut für mich. Ist nicht gut für Marin. Aber so tolle Zigarre schon mal geraucht? Bei deinem Shooting? Wie gesagt, das Shooting, aber das war wirklich so eine Sonne. Ich mein. Das ist in Mailand. War Mailand da schon auf? Vor 2 Jahren durfte man da schon Shooting machen. Das verwechselst du mit Nordkorea.
Wie gesagt, ich komme aus Dresden, wir kamen lange nicht raus. Es gibt interessantere Liebesspiele. Dadurch, dass man die nur puffen muss, ist gar nicht so schlecht. Also ich habe Zigaretten geraucht, die waren ekliger. Geht eigentlich. Kann man empfehlen. Ja. Mein Schwager brachte mir so eine Zigarre mit und meinte, ja, was ganz meins. Also wir tanzen natürlich, weil wir dürfen nicht zu oft ziehen. Nein. Wenn wir zu oft ziehen, es wird zu stark. Dann wird uns schlecht. Ja, wer will das schon? Also zwischendurch tanzen, ein bisschen bewegen, ein bisschen die Stimmung, die Atmosphäre. Ich meine, so wie du musst du vom Tanz kommen eigentlich. Ja, so in meinem früheren Leben vielleicht. Warst du Tänzerin, ne? Ja, genau, im früheren Leben. In diesem habe ich es noch nicht geschafft. Man kann nicht alles machen, man kann nicht alles können, man kann nicht überall sein, man kann nicht die Welt retten. Hey, ich bin jetzt auf dem Weg zur Premiere von Chicago im Theater des Westens. Wird dieses tolle Musical vorgeführt und ich bin dort mit Freunden verabredet. Ich hoffe, ich treffe die gleich und ich bin auch mal gespannt, weil es spielen auch einige Kollegen von mir bei diesem Musical mit und ich hoffe, dass ich sie bei der Aftershow-Party treffe und noch ein bisschen interviewen kann. Wolltest du nicht aufhören mit dem Rauchen? Es ist Chicago. Ich habe gestern das erste Mal eine Zigarre geraucht. Sehr gut. Sehr zufrieden. War gut. Alles überlebt? Ja, sehr gut. Geht's gut. Und jetzt machen wir alle auf. Ich sitze jetzt hier im Theater des Westens. Neben mir ist der schöne Matthias, der mich mitgenommen hat. Dankeschön nochmal. Sehr gerne. Ja. Und es ist hier wirklich eine super Kulisse. Und ich habe 1000 Freunde getroffen und ich freue mich jetzt schon richtig auf die Pause. Und vor allen Dingen auf die Aftershow-Party. Da können wir noch so richtig abfeiern. Was für Leute.
Leute, die normalerweise keine Musical-Fans sind, also Männer, sind ja oftmals, oh, jetzt muss ich mit meiner Frau ins Musical. Ey, Männer, ihr werdet sowas von auf eure Kosten kommen. Wir haben eine Menge hübsche Frauen dabei. Nicht nur so was Langweiliges wie mich, es gibt noch andere. Und die zeigen ziemlich viel. Also, die Besetzung, ich habe es in New York gesehen, rein optisch ist hier in Deutschland um einiges heißer. Wow, wir sind heißer als am Broadway. Ja, wirklich, weil es war wirklich, die Mädels, die sehen sowas von geil aus und singen natürlich auch toll, haben super Stimmen. Wir haben wundervolle und tanzen toll. Aber auch die Männer. Es ist ja sowas von modern geworden. Sixpack, da hatte ja jeder Sixpack. Alle. Hallo? Wie viele Stunden verbringen die mit dem Trainieren? Also, die sind täglich im Workout-Studio alle. Wahnsinn. Also, Augenschmaus, auch für jede Altersgruppe und für Männlein und Weiblein, ihr müsst hin. Viel Spaß dabei. Ja, das ist etwas kleiner als ich, aber das macht nichts. Ich war noch ein bisschen Standbein, Spielbein, das bringen wir hin. Ja, genau. Normalerweise sieht man ja Radiomoderatorinnen nicht. Da fragt man sich dann immer, diese schöne Stimme im Radio, wie sieht die Frau live aus? Neben mir habe ich jetzt eine Radiomoderatorin. Stell dich doch mal vor und sag mal, für welchen Radiosender arbeitest du? Also ich heiße Martina Konrad und arbeite zurzeit gerade für Radio Paloma. Ich habe früher viele Jahre Radio gemacht bei 100,6, aber ich glaube, fast alle Berliner Radiomoderatoren, die schon ein bisschen älter sind, haben irgendwann mal bei 100,6 gearbeitet. Und das macht sehr viel Spaß. Ich habe eine Promi-Sendung, wenn du möchtest, lade ich das sehr gerne ein. Da komme ich doch unbedingt gerne in diese Sendung. Dann kannst du zwei Stunden über dich sprechen. Oh, da werden ja sämtliche Geheimnisse ausgeplaudert, die es dann so gibt, weil was will man denn erzählen in zwei Stunden? Ja, deshalb sind es ja zwei Stunden. Damit man irgendwann mal das aus denjenigen herauslockt, was normalerweise noch keiner gehört hat. Genau, missgeschaut. An welchen Tagen? Um welche Uhrzeit kommt deine Sendung? Immer samstags, immer von 10 bis 13 Uhr. Aha, also gerade so vorm Kochen, vom Mittagessen, während dem Kochen, kann man sich das alles anhören. Und man kann sich das angucken auf www.radiopaloma.de, denn ich werde dabei gefilmt. Aha. Das bedeutet, ich muss mich jedes Mal schminken, bevor ich da hingehe, was als Radiomoderatorin sehr ungewöhnlich ist. Sehr ungewöhnlich. Genau. Aber dadurch wirst du natürlich auch vom Gesicht her bekannt. Ja, ja. Oder wenn ihr euch machen GZTV auf YouTube anguckt. Auf einer Oktoberfestfeier, und zwar am alten Fritz, und das am Tag der deutschen Einheit. Na, wenn das nicht passt, so richtig deutsch-zünftig. Und es war eine richtig gute Feier, also man muss nicht zwingend nach München reisen, um eine tolle Oktoberfestparty zu feiern. Und wieder mal Oktoberfest! Thank you.
Also, wir haben hier einen Teller mit Austern. Nette Freunde am Tisch versammelt. Ja, nur die Hälfte von uns, wir mögen wirklich Austern. Aber es ist ja schon mal interessant, wie man die überhaupt isst. So, jetzt komm. Erstmal kille ich sie. Ich bin der Hinrichter. Ich kille sie alle mit Zitrone. Sie flippen aus. Ich glaube, sie ziehen sich nur zusammen. Nein, sie sind jetzt tot. Aber Rolfe meint, muss den nächsten Akt beschreiten. So, und dann gibt's also er nimmt jetzt die Tyrosine. Guck mal, hier seht ihr es. Das, guck mal, das hält alles. Da ist der Muskel. Der Muskel muss durchgetrennt werden. Hier sind jetzt alle noch am Leben. Selbst wenn Barbara Engel gesagt hat, sie leben noch. Die leben noch. Die leben noch. Also der Zitrone von Zitrone stirbt keine Ausfallsschmerzen. Aber sie hat jetzt sie schmerzt. Sie bekommt es im Koma. Volle Granate, voll im Koma. Hier ist das Wasser noch. Und wer will jetzt probieren? So, jetzt ist nein, und ich weiß. Sorry, jetzt machen wir hier Close-up so auf. Ich Sonne. So, und schwuppdiwupp. In der Kehle killt er sie. Jetzt hast du sie gekillt. Weiß ist geil. Weiß ist geil. Sie geht noch weiter in der Magen. Das ist wie Sylt. Das ist wie Sylt. Einfach nur besser. Der hat sie nur so runtergespuckt, wie man Sperma runterspuckt. Naja. Du Sau, du. Das ist ehrlich. Eine richtige... Und deshalb mögen die Menschen so gerne Austern, weil sie denken alle, das ist Sperma und finden das mega cool. Sorry, man schluckt sie nicht so runter spermamäßig. Also ekelhaft. Und wie macht man es wirklich? Man beißt da noch mal drauf, weil sie so langsam, doch, nicht so spermamäßig. Barbara, hör auf. Ja, aber die denken alle, das ist irgendwie so, das ist lauter. Nein, das ist lecker. Und soll ich dir mal eins sagen? Es ist genau das ist der nur der Ab. Ich sage dir, es ist nur der Ab. Es ist der Ab. Schöne Post. Hey, neue Gäste. Ey, der sieht ja gut aus. Also, umso später der Abend, desto schöner die Gäste. Allee. Ist so aus, das? Es ist alles. Dann den ab in den Dschungel. Es ist alles noch so ein Kandidat. Das sind Schnecken. Ja, das sind Schnecken. Kommst du zu uns? Ich möchte heute ganz komische Sachen. Bist du auch nicht Schnecken? Ich bin schon ein Schnecken. Guck mal hier. I see your true colors, that's why I love you, so don't be afraid, let them show your true colors, true colors are beautiful like a rainbow. Gute Nacht, gute Nacht. Bonanox, bist der rechter Ochs. Bonanox, bist der rechter Ochs. Kyrie eleison, ganz stieg einfach. Oder kennst du spann den Wagen an, sieht der Wind treibt Regen übers Land. Wir alle mitsingen. Holt die goldenen Gaben, holt die goldenen Gaben, hey, yo, spann den Wagen an, hey, yo, spann den Wagen an, hey, yo, spann den Wagen an, seht euch auf, spann den Wagen an. Schweigen der Wasser an, holt der Wind, treibt
singen. Ich kann nicht singen. Ihr müsst schon mal da weiter singen. Es gibt noch einen Traum. Beethoven, Signora Abate. Also mach mal. Wie geht das? Signora Abate, io sono. Io sono, io sono ammalato. Santo Padre, vieni e datemi la benedizione, Wollen Sie der Teufel, wenn Sie nicht kommen? Wollen Sie der Teufel, wenn Sie nicht kommen? Wollen Sie der Teufel? Und dann Signora Walte wieder. Ich träumt in seinen Schatten so manche süße Traum. Ich schlitt in seinen Ringe. Der Musical Darsteller Ja, und das war wieder mal Maren Gilzer TV. Vergesst nicht, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Wünsche euch viel, viel Spaß beim Zuschauen. Und ich bemühe mich wirklich sehr, jede Woche für euch neue, lustige Eindrücke meines Lebens zu präsentieren.